Sprung und das Leben hat sich schneller regeneriert, als die Lava, die es abgezogen hat. What? Wobei, da waren wir auch auf welchem Schwierigkeitsgrad peaceful? Ja, das weiß ich jetzt ja gar nicht mehr. Kann aber sein. Was haben wir denn jetzt hier? Hardcore, wa? Jetzt ist hart, nicht hardcore. Ja, hart. Boah! Ja, bringt das denn was, das Nether-Portal ein Stückchen weiter wegzubauen? Was willst du denn im Nether-Portal machen? Ja, Warzen anpflanzen und so ein Scheiß. Ach so. Und Peter, können wir doch auch in der Welt hier. Ja, ich will die nicht öffentlich anpflanzen, damit jeder wegsnacken kann. Achso, Moment! Kann er in der, ach, hier in dieser Welt. Stimmt, hier in dieser Welt. Also ich hab nämlich eine Secret-Dingens, Secret-Chamber. Ah, dafür braucht man nur, was braucht man dafür nochmal, diesen Slow-Mo-Sand? Ja, sollen wir den mal suchen gehen, Peter? Ja, den brauche ich echt auch. Ja, kannst du direkt die Typen damit suchen, Peter. Ja, den musst du schon im Nether suchen. Sollen wir den suchen gehen, Peter? Ja, warte, ich muss noch. Ja, komm schon mal. Wobei. Ich baue gerade noch ein bisschen Dingens ab. Ja, ich bin auch noch hier meine Bahnchen am fertig. Dum-di-dum-di-dum. Wie viel haben wir denn? Nein, jetzt kann ich nicht die Taste drücken. Verdammt. Welche Taste? Uhr wir haben? 18:44. Nee, ist okay. Peter drückt dann die Taste. What the fuck? Ach man, wie ich immer noch zu wenig. Na, ach, fuck. So, wir können gerne in Nether gehen und Slow Sand oder wie der heißt, Soul Sand suchen. Ich laufe mal wieder zurück, ja. Also schon mal reingehen, bitte. On the way. Boah, so Minecart wäre echt praktisch. Wie hab ich mir. Ist dein Portal immer noch da oben auf den Bäumen? Mhm. Kann man im Nether eigentlich auch Linksstein machen? Hier den benutzt ihr jetzt alle das Elfenportal oder wie läuft das? Ich hab noch ein eigenes. Ich hab auch ein eigenes. Aber drei Stück haben wir noch. Ja, aber sind die denn nebeneinander oder wie läuft das? Meinst du das bei mir? Nee, du kommst ja alle durch das eine raus. Ja, genau. Und dann irgendwo bei immer die Tore alle zusammen, während ihr im Nether seid. Und die können das ja wieder aufmachen. Ja, wenn ihr vom Nether aus aufmacht, dann spawnt einfach irgendwo in unserer Welt irgendwo eins. Aber wie muss ich mir das dann vorstellen? Und wenn die wieder durch das einzelne zurückkommt, kommt ihr denn dann wieder zurück? Ja, das ist eine gute Frage. Das werden wir. Ist euch doch. Wenn ihr jetzt das doch mal Wild erkunden, wäre das doch eigentlich ganz cool, wenn wir hier das eine Portal abbauen, ihr dann neues drin aufbaut, irgendwo in der Welt rauskommt, dann können wir hier wieder aufbauen. Testet das doch mal eben. Da kommen wir aber doch an dem anderen wieder raus. Wo er wieder rauskommt, wenn er jetzt durch eins rausgeht. Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass ich meins ausgemacht habe. Wir müssten dann halt alle ausmachen bzw. abbauen. Oder einen Block rausnehmen, reicht ja. Ich wollte ja halt auch irgendwann mal, glaube ich, ein Netherportal. Reicht das nicht, wenn man da sogar was reinstellt, also quasi Erde oder so? Weiß ich gar nicht. Glaube ich gar nicht. Kann man nicht. Könnte der davor. Möchte Maulkühe. Die ach da, hallo. Komm. Gehen wir noch ein bisschen Getreide abbauen, Peter, dann komme ich. Hm.
Okidoki. Hab ich dann da jetzt keine Samen? Doch, hab ich wohl. Nether sind noch zwei Portale an, sehe ich gerade. Wie kannst du das sehen? Sind die so nebeneinander? Gerade im Nether. Ja, die stehen direkt nebeneinander. Die stehen direkt nebeneinander. Ach so. Ach so, und jetzt geht ihr einfach durch das wieder zurück, was euch gehört quasi, und ihr kommt dann da wieder hin. Also wenn ich jetzt eins bauen würde, wird meins dann auch quasi daneben spawnen. Nee. Nee, ich hab... Ich hatte mir ein Portal gebaut im Nether. Das hat nicht geklappt, weil ich direkt bei Peter dann wieder rausgekommen bin. Jetzt habe ich mir dann im Nether dann irgendwie eins daneben gesetzt, weil Peter meinte, der sucht sich immer da das nächste, seine sind genug da. Aber das hat irgendwie auch nicht geklappt. Ja, man muss doch genau spawnt ihr jetzt immer wieder bei Peter, wenn ihr aus dem Nether rauskommt, oder wie soll ich das verstehen? Ich bin immer bei Christian gespawnt, aber der hat seins wohl zugemacht. Ich habe meins zugemacht. Wie gut man die Festung jetzt direkt am Anfang sieht, als ich noch das scheiß Internet hatte, habe ich die Festung überhaupt nicht gecheckt. Die ist ja riesig. Kein Wunder, dass du da noch Netherwarzen drin gefunden hast, Bram. Die ist ja echt riesig, alter Falter. Und nicht zu knapp. Ja. Komisch, dass Hadi die nicht mitgenommen hat. War Hadi im Nether? Ne, aber die lagen aber in der Truhe. Achso. Netherwarzen. Da vollkommen ist wertlos. Netherwarzen. Das ist dieser Cent. Ja. Für mich ehrlich gesagt der zweitwertvollste Material nach Diamanten in dem Spiel. So, Peter, das ist anbaubar, ne? Aber Hammer Scheiße anzubauen. Also nicht mehr. Spawnt ihr jetzt dann immer bei nicht mehr. Und brauchst dann Christian oder was? Nicht. Musst du den Chunk nicht mehr aktiv halten im Nether? Nein, Johnny. Nee, du musst es gar nicht mehr im Nether machen. Kannst du aber also bei dir zu Hause machen. Wo spawnt ihr denn jetzt? Weil ich möchte mal auch gleich eins bauen. Und ja, müssen kann doch mal dann bei jemand anderem spawnen. Muss Peter, teste das mal bitte einer. So raus. Du bist ja auch relativ nah bei mir. Dann kommst du wahrscheinlich für Peter raus. Hardy? Na? Ja, was ist denn los? Nix. Ich würde nur mal Hardy sagen. Kannst mich mal am Arsch lecken. Peter, wo bist du denn? Hab gar nichts gemacht. Ich bin schon den Gang entlang gerannt. Ach, da steht noch ein zweites. RJ, ich guck mal einmal. Komm bei irgendjemandem unten im Keller aus. Sind bei Peter, Peter komme ich raus. Mhm. Denke doof geregelt. Peter, wie war das nochmal hier links irgendwie die ganze Zeit weiter, ne? Ja, links, damit müsstest du irgendwo einen ziemlich langen Gang finden. Das ist der korrekte. Huch. War das eigentlich ein Zufall, als du dich da rausgebuddelt hast, dass da eine Burg war? Also eine Festung, meine ich? Ja, das war ein totaler Zufall. Peter, das hätte wahrscheinlich die ganze Rache noch 20 Folgen mehr gedauert. Ja, und vor allen Dingen, das hat ja schon eine Ewigkeit gedauert, weil ich da mich ja erst rausbuddeln musste. Das war ja so unfassbar nervig. Also wenn man sich von Melonen ernährt, dann dauert das ja echt ewig. Dann geht das voll schnell, dass man wieder Hunger kriegt. Ja, mach's nur ein. Du machst halt keinen über das Maximum. Ach, Hardy, so viele Melonen, wie du da hattest, das dürfte ja kein Problem sein. Wenn du so ein Steak frisst, hast du ja irgendwie, glaube ich, ein bisschen über dem Maximum was. Was? So. Peter, ich habe gerade gar kein Zeug gesehen. Wo bist du denn hingegangen? Ach, hinter den Fackeln, ja. Ich sehe nämlich von hier aus schon Zeug, und zwar... Wo? Da. Oh oh. Das ist das Braune. Aber das ist zu wenig für uns. Siehst du das nicht? Nee. Auf der anderen Seite der Lava. Ja. Siehst du da die roten Steine? Ja. Und die braunen Steine? Braun sehe ich nicht. Ich sehe nur rote Steine. Ich habe auch keinen Bock, mich über die Lava zu bauen, ehrlich gesagt. Also lass einfach... Ich habe gar nicht so viel mit, dass ich da drüber komme. Ja gut, den roten Kram hier hast du schnell abgebaut. Wir gehen einfach ein Stück spazieren. Ich habe ein paar Pfeile mit. Ja, ich auch. Vielleicht aus. Boah, seitdem ich Optifine drauf habe, ist das so angenehm hier. Nether ruckelt keinen Millimeter. Das habe ich aber vorher auch nicht gehabt. Na, bei mir schon. Peter, du merkst ja, wo wir rum müssen, ne? Ja, ich versuche hier den See entlang zu gehen einfach. Da kann man sich ja orientieren. Das ist ja gar nicht mehr. Siehst du da hinten? Alter, ist das viel von dem Zeug. Da hinten auf der anderen Seite. Wollen die mich verarschen eigentlich? Ey, Dennis. Mhm. Ich hab was Schönes für dich. Ich hab das schon wieder nicht, Peter.